Hallo und herzlich willkommen zu Red Dead Redemption 2. Ja, es ist endlich soweit. Es ist seit gestern, glaube ich, schon auf den deutschen Servern bzw. Auf dem PC erhältlich. Ich musste es leider über Nacht erst runterladen und habe es dann auch relativ schnell zum Laufen gebracht. Für alle unter euch, die Probleme haben, aktualisiert doch bitte eure Grafiktreiber von der Grafikkarte, böses Wort. Und wenn ihr dann noch Probleme habt, dann schaltet doch das Internet frei, also sprich den Virenscanner beziehungsweise nicht den Virenscanner, die Firewall. Stellt ihr dann am besten so ein, dass es eine Ausnahme gibt für Red Dead Redemption. Und ja, dann sollte das Ganze auch funktionieren. Wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal starten. Und zwar weiß ich nicht, wie lange ich das Spiel spielen kann, werde, wie lange ich Lust habe, wie auch immer. Aber ich werde auf jeden Fall mal ein schönes Video hiermit machen, damit ihr mal alle sehen könnt, worum es in dem Spiel geht. Wir spielen natürlich die Story-Quest. Online ist wohl nur so ein PvP-Gedöns und damit uninteressant. Ich habe zwar jetzt gerade auf Story geklickt, aber er möchte nicht. Wieso möchte er nicht? Ja, es wäre jetzt schön, wenn das Ganze vertont wäre, ist es aber leider nicht. Das Einzige, was ich ausgemacht habe, ist die Musik. Es gibt anscheinend weder eine deutsche Übersetzung noch eine Sprachausgabe für diese Einleitung. Rockstar Games Präsenz. Red Dead Redemption 2. Abigail says he's dying, Dutch. We'll have to stop someplace. Okay. Arthur's out looking. I sent him up ahead. If we don't stop soon, we'll all be dying. This weather, it's May. I'm just hoping the law got as lost as we did. There. Arthur! Any luck? I found a place where we can get some shelter. Let Davy rest while he... You know. An old mining town. Abandoned. It ain't far. Come on. Come on! Yeah! Okay, ich habe deutsche Untertitel an. Warum sind keine dabei? Kapitel 1. Ich kann es nicht lesen. Bolton oder so.
Bring him in here. Miss Gaskell, get that fire lit quick. Miss Jones, bring in whatever blankets we have. Mr. Pearson, see what we've got in terms of food. Davy's dead. There was nothing more you could have done. What are we gonna do? We need supplies. Well, first of all, you're gonna stay here, and you are gonna get yourself warm. Now, I sent John and Micah scouting out ahead. Arthur and I, we're gonna ride out, see if we can find one of them. And this? Just for a short bit. And I don't see what other choice we have. Listen. Listen to me, all of you, for a moment. Now, we've had, a bad couple of days. I loved Davy, Jenny, Sean, Mac. They may be okay. We don't know. But we lost some folks. Now, if I could throw myself in the ground, in their stead, I'd do it, gladly. But we are gonna ride out, and we are gonna find some food. Everybody, we're safe now. There ain't nobody following us through a storm like this one. And by the time they get here, well, we're gonna be long gone. We've been through worse than this before. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, I need you to turn this place into a camp. We may be here for a few days. Now, all of you, get yourselves warm. Stay strong. Stay with me. We ain't done yet. Come on, Arthur. All right. We've got some work to do. We ain't run into them yet, so they both must have headed down the hill. Sure. Hey, I ain't had time to ask. What really went down back there on that boat? We missed you. That's what happened. Come on. Oh. Hey, you need horses? Oh, yeah. Hey, Mr. Smith. Get yourself indoors. You need to rest that hand. I'll live. Get indoors, son. We need you strong. Okay. Also, ich habe jetzt mal eben nochmal nachgeschaut. Der hat mir wirklich die Untertitel wieder rausgeschmissen. Ich weiß nicht warum. Es ist abgespeichert gewesen. Aber er hat es rausgeworfen. Ich bin auch ein bisschen entsetzt, ehrlich gesagt, dass das Spiel nur auf Englisch ist. Dass man es nicht auf Deutsch umstellen kann. Aber gut, das soll uns jetzt nicht hindern. Noch eben zum Verständnis, die haben gesagt, dass die sich ein paar Tage da in der Hütte breit machen wollen. Und der eine Typ ist halt gestorben, wie man ja unschwer erkennen konnte. Der hat ja den Wegzoll auf die Augen bekommen. Auf die Augen gelegt bekommen. Und die haben gesagt, die sollen sich warm halten und sollen stark bleiben und die schaffen das schon. Das ist so die Kurzversion. So, ich kann etwas schneller reiten, das ist schön, aber ich weiß nicht wohin. Can't believe we lost Davy too. He's the last one, Arthur. No more. We need to get those people warm and fed. At least we don't need to worry about Pinkerton's tailing us in this. A couple more days, we'll be on the other side. You need to help me pick the others back up. You're the only one I can rely on to stay strong right now. We got fire and shelter. That's a start. Ja, wir reiten jetzt einfach mal ein bisschen sinnlos durch die Gegend, aber ich meine,
Es sieht ja schön aus. Also auch die Grafik finde ich recht gut. Also ist, ja, vergleichbar mit Tomb Raider, sage ich mal. Nur teilweise, glaube ich, ein bisschen detailreicher. Wobei ich jetzt den letzten Teil nicht mehr so im Kopf habe. Ich glaube, der war auch ziemlich detailreich bei Tomb Raider. Ich sehe gar nichts. Ich sehe nur Sturm. Und Schnee. You up ahead. Who's there? Micah. Gentlemen. Found anything? I think so. Found a little homestead down that way. Okay. Anyone home? Sure. Place is blazing with light and noise. Sounded like a party. Let's go see. Follow me. How's Davy doing? He didn't make it. Nor did little Jenny. That's too bad. Davy was a real fighter. Both of them calendar boys is. Or was. Yeah. And Mac, Sean? We don't know. Quite a business. I'm glad you're all right, Micah. Always. Ask him if he's seen John. Hey! Have you seen John, Micah? Didn't see much of anything once this storm came in. He hasn't seen him. He'll be fine. Things always turn out right for that boy. I hope Mac and Sean are still out there somewhere, too. Hey, Arthur, let me take the rear. You move up. Aber ich muss jetzt mal so ein bisschen die Pferde angucken. Also sie sehen eigentlich ganz gut aus. Ja, 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 ist ja gut. Wer die Pferde von Assassin's Creed kennt, der weiß, dass Pferde in Spielen auch sehr hässlich aussehen können. Aber die sind eigentlich recht gut gemacht. Die sind okay. Steht die ganze Zeit Mika, linke Maustaste, aber der wechselt nicht. Okay. Der ruft ja noch nicht. Let's keep it down now, gentlemen. It's just up ahead. Snuff and stash those lanterns, boys. Best you two lie low on this. Okay. Let's head down there. Denn? Okay, ich habe eine schlechte Gesundheit und jetzt? Hallo? Gib mir eine Spritze oder sowas. Was für ein Anbindepfosten? Der Holzstamm hier? Ach so, da. Okay, los. Let me do the talking. We don't want to scare these folks. Ich dachte, ich muss mein Pferd anbinden. Hallo? Sounds like quite the party. You two, get yourself out of sight. One lonely man is a lot less intimidating than three nasty-looking degenerates. Micah, hide behind that wagon. Arthur, you take that old shed on the left and stay low. Both of you. Hm. Welcher Schuppen? Arthur, get in position. Come on. Hello? Shut up, Billy. Excuse me. Hello? Oh, well, hello, friend. What you want? I am very sorry to disturb you. My friends and I, well, we got into some trouble up the way, lost in the storm.
Ah, gentlemen. We can't help you, mister. I got folks. Arthur. Dying on the trail. Arthur, we got a problem. Folks. There's a corpse right here. No, I just Arthur. Need some. There's a body in the wagon. I hear you. Just keep your eyes on Dutch. Wie soll ich den beschützen? Ich habe gar keine Waffen. Oh Mann. 49 Schuss? Wollt ihr mich verarschen? Okay. Now, friend, I ain't asking for much. Please. Okay, also ich muss rechts gedrückt halten. Ach so, und mit links. Ah, okay. Ach, da ist noch einer. Oh, musst du gerade jetzt nachladen? Okay, also jetzt habe ich es verstanden. Welchen Gesetzlosen? Hallo? Hallo? Welchen Gesetzlosen? Wo muss ich hin? Hallo? Ich gehe mal einfach in die Hütte. Der Gesetzlose interessiert mich nicht. Turn the place upside down. Grab as many supplies as you can. We need the essentials. Food, medicine, whiskey. Okay, R gedrückt halten. Ist ein bisschen komplizierter mit den ganzen... den ganzen Buchstaben, die man drücken muss. It's a strange one, all right. Kann ich hier nichts looten? Maybe they're hiding up here too. There's a big price on Colm O'Driscoll's head. Nearly as big as the one on yours. Wanting Colm dead is about the only thing me and Uncle Sam agree on. Oh, I'm starving. Dann ist was. Kekse? Kekse. Ah! Mäuselein, ich habe Kekse gefunden. B gedrückt halten, um die Tasche zu öffnen. Okay. Ja, ich hätte gerne gewusst, wie viel ich dadurch bekomme, aber so geht's auch. Wir können vielleicht die Frauen und Jack nach hier down here. Maybe. We'll see how they are when we get back. I don't really want us to split up. Hallo. Machst du das auch? Du sollst den Schrank durchsuchen. Vergiss den Whisky nicht. Hallo. Wo geht der denn jetzt hin hier? Wir können auch gerne mal nach oben ins Schlafzimmer gehen, aber lass uns doch erstmal hier unten gucken, ob wir da noch was finden. Hab ich da gerade Unterhosen gesehen oder war das nur ein Hemd? Ich weiß es nicht so genau. Munition wäre jetzt nicht schlecht. Also gut, das Looten, ja, ist schon eine sehr langwierige Aufgabe. Moment, muss ich die Karten drinnen untersuchen? Nee, okay, ich dachte schon. Na gut. Poor bastard was married too.
What are you doing in there, Arthur? Ich bin nur am Durchschauen. Es tut mir leid. Hallo, ich will das haben. Nimm das mit. Gib mir R. Los. Gibst du mir R? Ich will die Munition mitnehmen. Nein, der Dutch interessiert mich nicht. Oh, Moment, ich kann antworten. Just let me finish searching the place. Gib mir R. Geht doch. Haferplätzchen. Gut, ich dachte, das ist Munition, aber okay. Ist da irgendwas Brauchbares? Das sieht gut aus. Revolvermunition, ja. Micah, Arthur, keep looking for stuff. Arthur, go see if there's anything in that barn. Micah, you search the cabin, see what we missed. Sure. Achso, ich bin Arthur. Okay, das heißt, ich muss die Scheune durchsuchen. Das dürfte die sein. Drücke Alt. Achso, okay. Dann wird das auf der Karte markiert. Should I kill him? No. Not yet. Find out what they're doing here and where Colm is. Oh, this son of a bitch will talk. Ja, es wäre schön, wenn das funktionieren würde. No. Ach so, der zeigt mir gar nicht die Taste markiert, an die ich drücken muss. Bastards. Hurry up! We need to find out what's going on. With the others. At an old mining camp southwest of here. Near the lake. What are you bastards doing? Why are you up here? We're fixing to rob some train. Gonna blow the tracks. I don't know more than that, I swear. Well, I would say it looks like you have this, Arthur. Do what you want with him. I don't care. But bring that horse when you're done. Oh. I don't know anything else. Ja, wenn ich den... Ja, ich verschone ihn mal. Auch wenn ich dann denke, dass ich ihn wohl noch erschießen muss. Get the hell out of here. Go. Ja, würde ich gerne, aber Tab funktioniert. Ach so, dies. Ah, okay. Thank you.
Okay. Saw the little bastard scurrying off. Yeah. Figured he won't get far in this anyway. That looks like a decent horse. You should keep him. You need to hitch him. He's already skittish. Ich möchte mir das Pferd nur kurz angucken. Michael, what the hell do you think you're doing? Leave her alone! I wasn't doing nothing. She's one of them O'Driscolls. No, she ain't, Michael. Look at her. Miss! Miss! Yes. Are you... Oh, you fool! Michael! Look at this. Miss, now, it is gonna be okay. We mean you no harm. Miss! Miss! Come on. It'll be okay. We need to get out of here, and quick. Come on now. Oh. You okay, miss? They came 3 days ago. And my husband, they... Okay. Miss, you are safe now. And you can't stay here. You come with us. Arthur. Miss, it's okay. We're bad men. We ain't them. It's okay. Get on. We'll keep you safe until you figure out what you want to do. What's your name, miss? Miss. Adler. Adler. Sadie Adler. Mrs. I... He was my husband. Hey! Somebody's coming! Looks like it's Dutch. Hey, everybody, Dutch is back! How'd you get on? Micah found a homestead, but he weren't the first. Colm O'Driscoll and his scum, they beat us to it. We found some of them there, but there is more about, apparently. Scouting the train. Thank you. And that's the last thing we need right now, Dutch. Well, it is what it is. But we found some supplies, some blankets, a little bit of food, and this... Poor soul, Mrs. Adler. Miss Tilly, Miss Karen, would you warm her up? Give her a drink or something? And Mrs. Adler, it's gonna be okay. You're safe now. They turned her into a widow. Animals. I need some rest. I haven't slept in 3 days. You're over here. Miss O'Shea will show you the way. Mr. Morgan, we put you in a room over here. Thank you, Miss Grimshaw. Mr. Bell, you're with the fellas over there. What? How come Arthur gets a room and I get a bunk bed next to Bill Williamson and a bunch of darkies? Get yourself to bed.